Sobald es dunkel wird, radelt Dirk Martin Heinzelmann klammheimlich vor sein Zielobjekt, die thailändische Botschaft in Berlin. Er ist Aktivist für die gemeinnützige Organisation Pixel Helper und setzt sich für Menschenrechte und Pressefreiheit weltweit ein. Sein aktuelles Projekt soll Aufmerksamkeit auf die Missstände in Thailand werfen. Was wir mit der Aktion erreichen wollen, ist eigentlich, den Aktivisten in Thailand eine Stimme zu verleihen. Und wir kooperieren einfach weltweit mit Künstlern, mit Menschenrechtlern. Und häufig ist es eben nicht möglich für diese Leute, sage ich mal jetzt zum Beispiel jetzt in dem Fall, auch nach Deutschland zu kommen. In Thailand wäre es für diese Aktivisten unmöglich, solche Dinge über den König, über die Situation zu sagen. Auf leise Art und Weise setzt Heinzelmann mit Hilfe von Lichtprojektion ein Zeichen an die Mauern der thailändischen Botschaft in Berlin. Als Sprachrohr für seine thailändischen Genossen kritisiert er den König Thailands. Also es geht ganz konkret darum, dass er sozusagen, dass in Thailand Leute gefoltert werden, dass Leute verschwinden, seine Tolerierung dieser, naja, es nennt sich jetzt schon Demokratie, aber es ist de facto eigentlich immer noch eine Militärjunta. Und das thailändische Volk ist sozusagen nie an einem demokratischen Werdeprozess beteiligt worden. Auch wenn es nicht die typische Protestform darstellt mit einer schreienden Menschenmenge, ist es wichtig, dass es Aktivisten wie Heinzelmann gibt, damit Prozesse angestoßen und Diskurse ausgelöst werden.